Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Blessed Blue Calamity Trigger. Den ersten Teil der Blessed Blue Reihe, welcher 2014 für den PC portiert wurde und deshalb auf Steam erhältlich ist. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich ein großer Blessed Blue Fan bin und eigentlich ja auch mal den vom vierten Teil, den aktuellen Teil, mal die Story spielen wollte, was sich ja zeitlich nicht so ergibt, weil ich ja vorher erstmal privat den dritten Teil durchspielen wollte. Und auch mein Fighting Stick ja inzwischen habe, mache ich mal ein Video zu Calamity Trigger. Und zwar wird das dann der Story-Modus sein. Erstmal werde ich jetzt gerade aber nochmal in die Option gehen und die Sound ein bisschen hochstellen. Ich habe nämlich, dadurch, dass das Intro so laut ist, weil man da, ja, das ist sozusagen extern wahrscheinlich gehandhabt und davon kann man halt nicht die Lautstärke einstellen. Deshalb habe ich nicht extern meine Kopfhörer und sowas alles ziemlich runtergeregelt, weshalb allgemein das, was ihr wahrscheinlich hört, wahrscheinlich gerade auch nicht sonderlich laut ist, deshalb, beziehungsweise nicht sonderlich laut, also auf meinen Kopfhörern ist es schon relativ leise, deshalb reguliere ich das gerade etwas hoch, damit ich das dann auch besser machen kann. So, das müsste jetzt, ja, okay, besser als gar nichts. Notfallshalber müsst ihr halt ein bisschen lauter drin oder ich reguliere das sowieso möglichst, in Anführungszeichen, möglichst vernünftig hoch, dass ihr dann halt beim Opening etwas leiser machen müsst, die Musik. So. Ja. Wie gesagt, das hier ist der erste Teil vom Blessed Blue Calamity Trigger. Der hat auch eine, sagen wir mal, nette Option. Und zwar habe ich das Spiel schon im Spielsystem auf Arcade gestellt, extra, weil ich halt mit meinem Fighting Stick spiele. Deshalb müsste das hier wesentlich passen. Ich habe auch schon die Steuerung dementsprechend angepasst und man kann sehen, ich habe schon mal ein bisschen, also ich habe schon mal vorher gespielt. Interessanterweise ist, man kann die Stories mehrfach durchspielen, in Anführungszeichen. Also ich habe bisher nur einmal Noelle und einmal Ragnar gespielt und ich denke, dass die sich bei jedem Spielen nach einer bestimmten Anzahl wird es wahrscheinlich aufhören, aber die entwickeln sich immer etwas anders weiter. Ja, die Stories, weil man hat da keine Auswahlmöglichkeiten und die Kämpfe verlaufen auch linear hintereinander. Deshalb gehe ich davon aus, dass man
dass man, also je öfter man die Story spielt, desto anders verläuft sie halt. Also wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber das ist das, was ich glaube. Und zwar werde ich die Story auch wieder mit meinem Main spielen, Noel. Das ist einfach mein absoluter Lieblingscharakter von BlazBlue. Und ich denke, vor Opening ist das jetzt... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nochmal das Opening, der Opening Soundtrack ist oder... Okay. Ich kenne das schon, aber das dann, glaube ich, ganz gut, damit die, die halt BlazBlue nicht kennen. Ein bisschen was damit. Best we've had so far. Cut phases 12 through 24. If the warp coefficient is within 3 units of nominal, cut phases 29 through 36 too. Let's take this straight to the tempering phase. Roger. Oh, ich cutting phases 12 through 24. Sir, don't you think you're going a little too fast? No. We've done 47 simulated runs. Our hesitance before made Subject 11 useless. Besides, if I don't produce results soon, we'll be hearing from Sector 7. The gates of S.H.I.E.L.D. are opening. Do you really think it'll show? That's why all of this, all of us are here, isn't it? We can hardly get cold feet now. If this works, the power at our fingertips will far outstrip any other. The library will not be at liberty to order us around. Well, that's the higher-ups speaking, not me. To be honest, as a scientist, I just want to see what's on the other side of that gate. We all do, sir. It's hard to believe how far we've come. Target depth reached. Barrier stabilizing. Now entering phase 42. Releasing barrier section A. Sink rate adjusted to 0.001. Seether exposure levels are at 75,000. All systems green. All levels within established safety margins. Begin tempering. Tempering process beginning. Now show us the universal truth, the power of the Azure. The Azure. Yep. Whoa. This is... Time space is frozen, a cocoon of time. What's wrong? Tempering is proceeding as planned. The cauldron appears normal. Extremely high Seether concentration detected. Directly above this facility. 6,000, 8,000, 12,000. What? Is it the library? Impossible. Not even the library could concentrate this much Seether in one place. There's no way. I want the point of concentration. Now! Concentration to exceed 100,000! After coming this far, abort the experiment! Cut all power! Roger, cutting all power! Sir, we can't cut the power! What? What the hell is Sector 7 doing? Get them online! What the hell are they doing at a time like this? Roger.
directly above Ikaruga. Altitude 36,000 feet. Impossible! It's going into orbit? Oh yeah. Das Viech ist böse. Das Viech ist richtig, richtig böse. Noel. Ja, aber das... Nee, das sieht mir nach Noel aus, nicht nach Ragnar. Last Blue. Calamity Trigger. Ja, das ist sozusagen die Vorgeschichte, wie es zu der Welt von Blast Blue kam, um es einfach auszudrücken. Blast Blue spielt in der Zukunft von unserer Welt, nachdem sie durch eine, nennen wir sie einfach mal Superwaffe, zerstört wurde und in einer Art Zeitparadoxon gefangen wurde. Dieser Satellit bzw. diese Superwaffe, die da oben mit dem Monster drin, die ist auch noch sehr lustig. Mit dem Viech liefert sich unsere liebe Rachel Alucard hier ich weiß nicht, ob das im zweiten Spiel auch so vorkommt. Ich habe das zweite Spiel nie gespielt, sondern ich habe davon die Anime-Umsetzung gesehen. Im Anime liefert sich Rachel mit dem Viech nämlich ein extremes Battle. Okay, was heißt extremes Battle? Das Battle ging nicht sonderlich lang, aber... Ja, da waren schon... Alter Schwede, da waren Kräfte im Spiel. Das ist echt übel, ey. So, und auf jeden Fall... Ich wollte jetzt die Story von Noel spielen. Meinen absoluten Main-Charakter. Noel Kamenia. Wenn wir Noel Stories. Lost Child. Es ist immer dasselbe mit Zimmer. Ah ja, wenigstens scheint hier ich komme gerade nicht auf den Namen, dass die schriftliche Übersetzung, die unten drunter steht, scheint hier wenigstens synchron zu sein. Okay, es ist ja auch keine Synchronisierung derzeit, deshalb. Ah ja. Die Untertitel sind wenigstens hier synchron im Gegensatz zu eben. Mein weißes Zimmer, alles ist weiß. Der Boden, die Decke, die Wände, das Bett, sogar die Kleidung, die ich trage. Ich warte dort, ohne zu wissen, warum. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nie, was hier vor sich geht. Manchmal ärgert mich das. Und so ist es immer. Dann passiert, wenn sie wieder auftaucht. Nee, das passiert, wenn sie wieder auftaucht. Sorry. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber irgendetwas sagt mir, dass es ihr Zimmer ist. Also versuche ich, mit ihnen zu reden. Where is this? Wo ist das? Ich bewege meinen Mund, aber nichts kommt heraus. Ihre Gesichter sind verschwommen, aber ich kann sie nicht erkennen. Verzweifelt versuche ich, sie zu rufen. Where am I? Wo bin ich? Why am I here? Warum bin ich hier? Who am I? Wer bin ich? Bitte sagt es mir. Aber sie hören mich nie. Sie tun es nie. What? A message? Weißt du eine Nachricht? Yes, excuse me. This is Lieutenant Noel Vermilion speaking.
You sound very surprised. Did something happen? Ich denke, es macht jetzt gerade keinen Sinn, irgendwie die deutschen Übersetzungen vorzulesen. Das im Englischen ist es angenehmer und da kann jeder Notfallshelfer selber unten lesen. No, it's nothing. There's no way I can tell him I was taking a nap. Well, that's beside the point. Debrief me on the status of your mission. I am currently investigating the whereabouts of Major Jin Kisaragi, who is headed towards Kagutsuchi. If possible, I am to detain the subject and bring him back to headquarters, sir. Remember, only detain the subject if you think it's possible. Also, the intelligence department will be joining the investigation. The intelligence department, sir? His name is Hazama. According to the intelligence, he should be in town already. Hazama. Also, regarding Ragnar the Blood Edge. Ragnar. Commander, I'm losing you. Could you repeat that one more time, please? If you see Ragnar the Blood Edge, do not engage the subject. You are to observe his movements. I repeat, do not engage the subject. It got cut off. It won't connect. What should I do? Oh, what is this? Lieutenant Vermilion, we will be arriving at Kagutsuchi Port Number 5 momentarily. Please prepare for landing. Oh no! I need to hurry! He's so süß. Beautiful. This is the 13th hierarchical city, Kagutsuchi. So, where should I go? Pardon me, might you be Lieutenant Noel Vermilion? Ja, der Charakter ist... Ja, nee, ich möchte nicht spoilern. Yes, that would be me. Ah, excellent. I keep getting static on the radio in this city. I came to speak to you directly, otherwise we'd have no way to communicate. Thank you. I'm Hazama from the intelligence department. The commander has instructed me to deliver my report to you. Understood. Nice to meet you. First, regarding your mission, the Kisaragi case. The military is treating the matter with utmost care and secrecy. A cover-up, right? That's right. Frankly, if word spread that the hero of Ikaruga disobeyed direct orders, chaos would ensue. In addition, the NOL has raised the alert level to D here in Kagutsuchi. But in spite of that, several groups have snuck into the city. One of those groups is Sector 7. I'm sure I don't need to explain our relationship with them. As of now, we don't know what they're doing here, but I think it's fairly obvious that their presence isn't good news for us. So please, be careful. Are you saying Major Kisaragi's disappearance has something to do with Sector 7? Correct. There was the incident at Ikaruga. And one more thing. It seems many vigilantes have also snuck into town. An information leak. I'm afraid so. Now that everyone knows Grim Reaper Ragna's made an appearance in Kagutsuchi, bounty hunters are coming in from everywhere like a gold rush. Naturally, the vigilantes are after the Grim Reaper's head, but depending on the circumstances, they can be a hindrance to us. Understood. And also... Is he a friend of yours? He? Who are you referring to? That boy is looking at us. Right over there. Oh. Right over... Ich weiß wieder wer. He looks... sort of familiar. Long time no see, Noel. Aren't you... Carl? What are you doing here? I heard you left the academy. But why? Well, all kinds of reasons. But more importantly, I was hoping you could tell me a few things. I'll see if I can help. What did you need? I need information on Ragnar the Blood Edge. Eh? I'm a vigilante now, and I want to capture him. Since you're from the NOL, you must know something about him, right? I'm
sorry, Carl. That's a secret. So I can't tell you. I see. But if there's anything else I can help you with? No, it's okay. I guess there's no helping it then. I'm sorry. I guess there really is nothing else I can do. If you can't tell me about the Reaper. Lieutenant, watch out! Unser erster Kampf. Oh, she dodged it. I didn't expect anyone to interfere, sis. Carl, what happened to you? Nothing. If you don't want to talk, I just have to persuade you a little more. That's not... This won't do. I'm sorry. But combat is not my expertise. I must take my leave here. Okay. I didn't wish for things to turn out this way. But I guess there's not much choice. I'm coming for you, Noelle. Okay, das... Unser erster Kampf gegen Carl Clover. Und wenn ich mir gerade schon die Länge der Aufnahme ansehe, werde ich überlegen, dass ich die Session in zwei Folgen dann eventuell schneide. Also ihr werdet ja sehen, wie ich mich letztendlich entschieden habe, ob das zwei oder eine Folge dann letztendlich sind. Ich find's immer noch faszinierend, wie das Spiel in Anführungszeichen auf einem relativ guten Rechner, sagen wir mal, etwas leicht ruckelnd läuft. Komm schon. Und hüpf, hüpf, hüpf. Oh fuck. Daneben. Mist. Und wie man auch gesehen hat, hat das Spiel ist von Arc Systems. Das hatte ich ja schon in meinem Melty Blood Video gesagt. Okay. Carl, wait! Das war nur eine Runde? Oh. There's no need to chase him. You're on duty after all. But let it go. Now is not the time. Is most likely being consumed already. Consumed? The marionette that was with him is most likely a Nox Nictoris, much like your own weapons. Oh, ich mag ihre Pistolen, die sind cool. That particular Nox works well at dampening the wielder's sense of fear, but it places a great strain on their mind at the same time. But one should expect that much from a weapon created during the Dark War. That marionette is probably suppressing the child's emotions, except his hunger for battle. All the more reason to stop him. You have a mission to complete. Besides, it's not easy to free someone from that Nox's shackles. How do you know so much about the Nox Nictoris? I thought that information was classified. Oh. Well, we are the intelligence department of the Librarium. More importantly, please head to the NOL branch in the meantime. Headquarters? Why? That's because this mission is that important and that confidential. We can't discuss it here. I'll catch up to you in due time. Understood. Ich mag Hasuma nicht. Während ich zurück zum Büro gehe, wandern meine Gedanken zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Zeit, als ich in der Akademie war. Sir? What is it? Where should I put these documents? Just toss them over there or something. Or do you need to be told how to do that too? I'm sorry. Hey, Jin, go easy on her. Oh, Tsubaki. She's just trying to be helpful. Jin's always on Noelle's case, isn't he? Oh, it's okay. I was at fault. Don't worry about it, Tsubaki. Yes? Ja, Jin und Tsubaki haben in Anführungszeichen eine Beziehung. Ich bin der Meinung, im ersten Teil kommt das noch nicht vor, aber das entwickelt sich dann im Laufe des zweiten und dritten dann um einiges weiter, was das angeht. Was es mit den beiden auf sich hat. I'm Carl Clover, an underclassman here. The professor said to check with the student council and see if they needed help with anything. I'm Tsubaki Yayoi.
It's nice to meet you, Carl. I've heard about you from your professor. You're at the top of your class, aren't you? You give me too much credit. Oh, is this the legendary Carl? He's adorable! Oh, Makoto. Can I pet him on his head? Can I? Can I? Die Augen dazu. Jin im Hintergrund ist auch gut so, was passiert da? He turned red. How cute! Makoto, stop that. Carl might get angry. Guys, this isn't a playground. Yes, we're sorry. What's so funny? Nothing. It just seemed like you two were having so much fun. Is that so? You're a strange one. Ich mag Noel trotzdem. Ich dachte, die Zeit würde nie enden. Jeder war so fröhlich, warm und freundlich. Aber jetzt weiß ich, dass diese Zeit nur ein kurzer Augenblick der Freude war. Für den, der in der Vergangenheit lebt, fängt die Zukunft nie an. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, aber es ist die Wahrheit. Ist es das, was sie erwachsen werden denn oder aufgeben? Speichern. I wonder what Tsubaki and Makoto are up to. I haven't seen them in a while. Ah! I'm sorry, I was spacing out. That uniform. You're with the NOL. Sector 7! You seem very distracted for a combat officer. Or is this the caliber of soldier the NOL settles for? That's not true! I was just thinking about something. And that is called being distracted. More importantly, what are you doing here? My affairs are none of your concern. Incorrect. You're from Sector 7, and I'm sure you've heard we raised the alarm. Oh? So you know who I am? Everybody knows the Red Devil from Sector 7. But more importantly, you should know a Level D warning means the Anti-Intervention Act is in effect. You must leave here at once. Unfortunately, we have no intention of listening to the library. Then I will have no choice but to detain you. I don't particularly enjoy needless quarrels, but... Iron Tiger. Noel Vermillion vs. Iron Tiger. The wheel of fate is turning. Rebel. Ich mag Noel. Sie ist voll ein knuffiger Charakter. Ich finde es interessant, dass hier im Story-Modus, das hatte ich ganz vergessen, dass hier nur ein Sieg die Sache schon beendet. Komm schon, das sehen wir besser hin. Aber das waren bisher nicht wirklich anstrengende Kämpfe gewesen. Okay, vielleicht liegt das auch, dass ich... auf normal. Wenn ich kämpfe, denke ich an nichts. Ich ahne, dass nicht ich es bin, die kämpft, sondern jemand anderes. Die Waffe in meinen Händen. Bollwerk. Übernimmt den ganzen Kampf. Ohne sie wäre ich ziemlich nutzlos. Ich könnte wohl kaum alleine kämpfen. Deswegen ist Bollwerk so wichtig für mich. Ich brauche sie. Aber manchmal frage ich mich, habe ich wirklich alles unter Kontrolle? Ist es mein Wille, der mich antreibt oder Bollwerks? Bin ich wirklich ich selbst? Ich weiß nicht. Ich habe Bollwerk schon lange, aber ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht würde es jemand anders wissen. Vielleicht Tsubaki. I see. So you've decided. Yeah, though I'm a little worried. But it just doesn't seem right for them to be recruiting students before they've even graduated. Look, Noelle, if you're not okay with this, I can bring it up with the brass. Thanks, Tsubaki. But if I can do something with my own power, I want to do everything I can. Are you sure you're going to be okay? Jin's squad is always on the front lines. That means you'll be out there fighting in the thick of it. I know. I think.
But you know, I'll just think of it as an early graduation. 6 months early. All right. I'll stay out of it then. After all, it is your decision, Noelle, not mine. Tsubaki? I'm sorry. Oh, there's nothing to apologize for. Just promise me one thing. Yes? Promise me that you'll always be the Noelle that I know. I am. That's not what I meant. I've seen people leave for the war and come back someone else. It can change you. Dad was never the same after he came back. Even Jin. He's not the Jin I grew up with. Oh ja, Jins Vergangenheit mit Ragnar. Das ist ein Thema für ein anderes. I won't change. Okay. Bin ich in diesem Moment ich selbst? Wer bin ich? This power. Who the hell are you? You're not in the data. Man sieht das schon in den Augen. I hate to admit it, but I think it's time I take my leave. I won. Right? Didn't I? But this isn't my power. Is it Bulwark's? What on earth are the Nox Nictoris? I need to hurry to headquarters! Lauf! Na, lauf! Which way was it again? I can't use the radio either. Oh no! Friendship! Determination! Victory! I am the ninja who fights in the name of love and justice. Bang Shishigami! Yep, bang. You startled me! You there! Yes? I picked up a rumor that you gave my cute little disciple a pretty hard time. Huh? Disciple? Don't even try to play dumb. I'm talking about Carl. Carl? I was like a mentor to him, as a vigilante. Yet you had the heart to mercilessly strike down such a young boy. No, I was just... Ha! I have no time for your villainous lies. I'll show you the meaning of justice. Fake news. But... So, Bang Shishigami. The wheel of fate is turning. Rebel, one. Action! Type one, tail! Udo! Ohne Schaden, perfekt. Ich erinnere mich an die Zeit in der Akademie. Makoto wurde von jedem gehänselt. An der Akademie waren Beastmen damals eine Seltenheit. Zu alledem wurden die meisten Schüler der Akademie wegen ihres Elternhauses aufgenommen und nicht aus eigenem Verdienst. Makoto hatte doppeltes Pech. Und sie nahm alles persönlich. Oh. Don't look so down. Those kinds of people are in the minority. Yeah, I know. I know that, but... Oh, Makoto. But the way they say it, everyone's gonna think I'm a dirty animal or something. That's not true. I know. Both of you guys are really nice to me, and you don't discriminate, but... I think they're all just jealous of your talent. A lot of the students here just got in because their parents are important. That's how I got in. That's not true. You're an honor student, Tsubaki. Noelle? What are you doing? Ich glaube, sie spielt gerade an dem. Makoto, your ears are so fluffy. Oh! Right when I was being depressed, too. Hey! Stop touching that!
But they're so soft. Especially your tail. What's this? A concealed weapon? Oh, fees. I'm not a stuffed animal! I am... At least you look better now. I... have been defeated. I cannot believe I lost to a bully. I am ashamed. You have it all wrong. I wasn't bullying anyone. Oh, yeah. Do you happen to know where the NOL branch is in the city? I think I'm lost. He fainted? It's that way? Thank you very much. You're a lifesaver. What the fuck? So she goes. Sir, are you okay? It's nothing major. Sir, you're a terrible actor. Oh, that girl? Well, she wasn't exactly what I expected. Right. What a difficult fight that was. It's as though she had no killing intent whatsoever. Not only was there no murderous intent, I couldn't even sense her presence. It's like she was air. The air, sir? I'm finally here. No one's inside? But why? What took you so long? Den Typen nicht ausstehen. I'm sorry I'm late, Hazuma. Oh well. I just got here myself. But I was as surprised as you were. I wonder what happened. It could be Ragnar. You mean he attacked this base? I can't believe it. Well, either way, there's no question that this is a strange occurrence. Be on alert. The perpetrator might still be nearby. Jin. Major Kisaragi. It's you, Lieutenant. This is a murderous intent, but why? Oha, yeah, Jin. An order of withdrawal has come from headquarters. Please, return to your post right away, Major. I would appreciate an explanation. Why do you interfere, Lieutenant Vermilion? Why is my line? Why did you attack Hazuma? Please, give me a break. I'm not good with these sorts of things. I'll ask you one more time. Why do you interfere, Lieutenant? What happened to you, Major? This whole incident? You're acting on your own? Why? I see. So in the end, you were just another obstruction. Well, that makes things simple. If that's the case, I just need to eliminate you. Jin Kisaragi. Ein absolut faszinierender Charakter. Any last words? Auch wenn ich ihn nicht sonderlich leiden kann, aber das liegt an seiner Backstory. Das ist aber... Ja, das wird aber wahrscheinlich in einem anderen Video zu Trage kommen, nicht in der jetzigen... Nicht in diesem hier, wo das... Was das denn geht, gehe ich von aus. Wahrscheinlich bin ich Ragnars. Sorry. Mache dann wahrscheinlich. Okay, fuck you. Ich mag auch ihren Kampfstil, um ehrlich zu sein, sehr, sehr gerne. Das müsste es gewesen sein. Die Kämpfe sind wirklich alles andere als schwer gerade. Vielleicht liegt das einfach am Schwierigkeitsgrad, auf den ich spiele. Major, please stop. HQ says if you return now, you won't face a court-martial. Don't give me orders. You know nothing. I was just...
Hör auf, sie anzuschreien. What the? Is that you, Ragnar? Major, please wait. Don't tell me this. Das Gebäude bebt. Ich kann nichts anderes tun, als hier zu stehen. Ich mache einen Gedankensprung in die Vergangenheit. Genau das erzählt man von den letzten Momenten vor dem Tod. Yay! You're not going home, Noelle? I thought your father wasn't doing very well. Fährst du nicht nach Hause, Noelle? Ich dachte, deinem Vater geht es nicht so gut. Yeah. But if I go home, I'll just make him worry. So I might be better off here. Well, I can't force you to do anything. But I do think your father would like to see you. Really? That's right. My dad says the same thing. Whatever they tell you, it's always best to see them in person. Stop worrying yourself to pieces over nothing and just go home to visit him. Unless... Have you and your parents had a falling out? No, that's not it. I love my mom and dad. I've never heard you say you love someone. They must be awfully important to you. Now I'm kind of jealous. Do you love me too? Oh, yo. Noelle, what's wrong? It's nothing. If you say so. Noelle, if you go home, don't forget to bring me some souvenirs. I'll get you something too. I promise. Sure. Makoto. Jeez, Makoto. Makoto. And I was thinking, maybe something edible. I doubt there's anything, but I'll look. Aha! Yes! Gib den Eichhörnchen Nüsse. Aber letztendlich fuhr ich nicht nach Hause. Ich war zu aufgeregt, zu zögerlich. Sie haben mich vor 5 Jahren zu sich genommen. Ich erinnere mich an nichts, was davor geschah. Ich bin dankbar, dass sie es getan haben, aber manchmal frage ich mich, vielleicht wäre es ihnen besser ergangen, wenn sie mich einfach verlassen hätten. Schon bevor es mich gab, kamen sie kaum über die Runden. Durch mich ist es noch schlimmer geworden. Es gab nur einen Weg, um mich für ihre Güte zu bedanken. Ich musste die Ehre des einst adligen Namens der Vermilion-Familie wiederherstellen. What the fuck, Neil? Deswegen bin ich an die Akademie gegangen. Ich dachte, wenn ich gut bin, besser als jeder andere, könnte sich vielleicht etwas ändern. Als die Ferien kamen und jeder nach Hause zu seiner Familie fuhr, war ich allein im Schlafzimmer und lernte. Speichern. Noelle. No. Who are you? Yay! What was that? Flashbacks! I've seen this somewhere. Somewhere. Target confirmed. Target confirmed. Scanning complete. IFF determined. Processing. Target identified as me. Identification identical. Wird dir jetzt schon gezeigt, was Noelle eigentlich ist? Termination Protocol. Ich glaube ja. Ich glaube, es wird schon dargestellt, wer da was Noelle tatsächlich ist. Turning. Rebel, one, action! Type 1 ready! Target has destroyed flight, no problem. Please don't resist! Komm schon, einmal hopp, hopp! Please don't resist! Type 1 ready! Target has destroyed flight, confirm. Komm schon! Spring right! Please don't resist! Oh shit, daneben und der trifft auch nicht, shit, geblockt. Aber ist das jetzt tatsächlich schon der letzte Kampf? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das der letzte Kampf ist. Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Oder? Ich bin zurück in dem Zimmer. Dasselbe Zimmer, in dem ich schon so oft davor war. Das weiße Zimmer. Ich sehe mich um. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin oder was ich hier tun soll. Oder irgendwas. Ich weiß nie irgendwas. Nie. Aber Moment, etwas ist anders. Die Person, die vor mir steht, spricht mit mir zum ersten Mal. Look at that. Schau hinein. Sie zeigt auf einen riesigen Spiegel. Ich sehe mich selbst darin. Ich wusste nicht, dass es hier so etwas gibt. Warte mal, ist das Alucard? Das könnte Alucard sein. Rachel, Alucard. Ich sehe mich selbst. Ich wusste nicht, dass hier... Ich kann mich dann nicht wegdrehen. Ah, zuerst hatte ich angenommen, ich wäre es. Aber diese Person im Spiegel, es ist jemand anderes. Ich bin es nicht. Aber ich kannte sie einmal. Ich kannte sie vor sehr langer Zeit, bevor ich meine Erinnerungen verlor. Vor sehr, sehr langer Zeit, bevor ich geboren wurde. Aber ich kann mich nicht mehr an sie erinnern. You're not me. Who are you? Du bist nicht ich, wer bist du? Die Person im Spiegel fragt mich, aber ich weiß keine Antwort darauf. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, wer ist sie und... Who wer am I? Bin ich? Neue Stories. Lost Child. End. Das war der Lost Child Akt von Noel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Akte spielen. Ich werde dann auch sehen, dass ich nach Möglichkeit mal auch den dritten Teil auf der PlayStation dann mal beende und dann auch den vierten Teil Let's Playen. Ich kann euch nur empfehlen, gut. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, wenn ihr Interesse an Blast Blue habt, habt einfach mal die alten Teile zum Beispiel auf Steam oder dergleichen zu holen oder halt auch mal in die Anime-Version des zweiten Teils reinzuschauen. Fand ich auch sehr, sehr gut umgesetzt und ich persönlich bin halt auch ein großer Freund der Soundtracks. Allein schon das Opening von Kotoko finde ich saugenial. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.